Dank, Herr Küspert. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind zu diesem Thema. Der Vortrag geht ungefähr 50 bis 60 Minuten. Wir können gerne hinterher lebhaft diskutieren. Ich komme aus Gröbenzell bei München und wir haben Zeit dafür. Es ist so aufgebaut, der Vortrag, was ist eigentlich schlecht an kommerzieller Werbung? Und mir geht es nur um kommerzielle Werbung für Gewinnzwecke. Also nicht um Werbung für NGOs, für Politik, für Kultur, ausschließlich um gewinnorientierte Werbung von kommerziellen Unternehmen. Ja, um das vorneweg klarzustellen, dann geht es ein klein bisschen um die Hintergründe und dann ermutigende Beispiele und Vorschläge, was man tun könnte. Nehmen wir an, Robinson Crusoe wäre nicht allein auf seiner Insel gelandet, sondern mit vier Leidensgefährten, also zu fünf. Und der eine, sagen wir mal, geht zum Fischen, der zweite jagt das Wild, der dritte besorgt das Haus, der vierte sorgt für Kleidung und der fünfte macht immer reihum Werbung für einen von den dreien bei den drei anderen. Ja? Also, was trägt der fünfte bei zum Wohle aller, als Frage, so mal in den Raum gestellt. Und da stellt sich die Frage, informiert uns Werbung, möchte ich als erstes darauf eingehen, denn es könnte ja sein, dass sie die anderen aufmerksam macht auf die Dinge. Also als erstes Werbung und Information, die Frage, wie informativ ist denn die Masse der Werbespots? Wenn man da mal Fernsehen Revue passieren lassen oder große Plakatwände, zum Beispiel jetzt ein Cola, was erfahren wir zum Preis? Koffeingehalt, Zuckergehalt, Diabetesrisiko. Also normalerweise ist nicht mal der Preis drauf, auf den allermeisten Reklametafeln oder Fernsehwerbung. Oder Freude am Fahren. Meistens steht kein PS dabei, kein Preis, keine Geschwindigkeits-, also Beschleunigung, Spritverbrauch und so weiter. Also nichts dabei. Oder Maybe Never Wrote a Song, da ist nicht mal eine Zigarette drauf. Also wenn man so die allermeiste Fernsehwerbung Revue passieren lassen und Plakatwände, meistens sind keine Informationshinweise oder wenn, dann sehr wenige drauf. Also in der Regel kann man sagen, der Großteil der Werbung informiert nicht. Das zeigen auch viele Studien, dass Werbung nicht informiert. Werbung soll auch gar nicht informieren. Werbung soll ja verkaufen. Das war nie die Aufgabe von Werbung, uns zu informieren. Das soll ja die Produkte absetzen. Wenn dann mal Information enthalten sein sollte, was sie hier zum Beispiel nicht ist, dann wird sie endlos wiederholte Werbung. Wir holen es 30, 50, sehen es 100 Mal im Hauptbahnhof, 5 Mal hintereinander die wundervollen Ströer, Tafeln, elektronisch betrieben, die auch viel Energie fressen. Also sehen wir es dutzende Male, um nicht zu sagen hunderte Male. Und selbst wenn Information am Anfang drin war, wenn wir es zum 20. Mal sehen, hören oder lesen, ist die Information nicht mehr so. Ähnlich wie beim Witz. Beim ersten Mal ist er witzig, beim zweiten, dritten Mal gähnt man. Ja? Also Werbung wiederholt sich sehr, sehr oft. Drittens Werbung, Information und Größe. Also viele Werbung strebte danach, möglichst plakativ zu sein. Da kommen ja auch die Plakate her. Und hier, also ganz groß. Aber Größe hat gar nichts mit Information zu tun, also 0,0. Hier steht auch gar nichts drauf, irgendwie Flugverbindung oder Kosten. Hier bei diesen fast Kirchturmgroßen, da steht immerhin der Preis drauf. Ja? Aber Größe und Information hat auch nichts miteinander zu tun. Also es ist eine Illusion zu glauben, dass uns Plakate informieren durch besondere Größe. Das stimmt also nicht. Und jetzt nochmal auf... den Robinson Crusoe zurückzukommen. Die Kosten von Werbung, die müssen ja auf die Produktpreise umgelegt werden. Also der fünfte auf der Insel, der Werbung macht, der braucht ja auch Kleidung, der braucht zum Essen, der braucht ein Dach über dem Kopf. Also der muss ja von allen anderen mit durchgefüttert werden. Da gibt's dann, und trotzdem, denn er tut ja nichts, ja. Nehmen wir mal als Beispiel Architekten oder Ärzte, die werben sehr wenig. Da gab es lange Zeit, war es sogar ganz verboten. Also nehmen wir an, ein Architekt kommt nach Augsburg und es wird jetzt plötzlich erlaubt zu werben, in großem Umfang, wie es in der kommerziellen Werbung auch ist. Und er kauft sich jetzt nicht in ein bestehendes Architekturbüro ein, sondern er macht selber Werbung, nehmen wir an 20.000, 30.000 Werbekampagnen und ist erfolgreich damit. Also Leute kommen zu ihm und sagen, bau du uns dein Haus, weil du so schöne Plakate machst und deine schönen Häuser zeigst. Das sehen die anderen in der Stadt, also wenn wir Werbeverbote lockern, mehr Werbung, das sehen die anderen Architekten und sagen, das machen wir auch, weil der zieht ja die Kunden von uns ab, jetzt werben wir auch. Was passiert?
Also wir lesen dann in der Zeitung, Wirtschaft von Augsburg hat einen Aufschwung, wir haben viele neue Arbeitsplätze in der Werbung und Bruttosozialprodukt steigt, uns geht es allen besser. Was passiert real? Real heißt es, dass Bauen teurer wird, so ein Architektenplan kostet statt 100, 103 oder 105 und wir können ein bisschen weniger bauen als vorher, weil es teurer geworden ist. Also in Wirklichkeit, real geht es uns schlechter. In der Zeitung lesen wir, uns geht es besser. Also, ich meine, was die Zeitung schreibt, stimmt nicht, ja, weil die Preise werden da umgelegt und uns geht es also allen schlechter. Also wir haben da so eine Situation, dass wir einen Wettbewerb schaffen um unnötige Dinge, um absurde Dinge. Und da gibt es auch in der Biologie ein schönes Beispiel, eine Hirschart, die hat immer größere Geweihe entwickelt, weil diejenigen Männchen, die die größten Geweihe hatten, die haben die Weibchen abbekommen. Das hat dazu geführt, dass die Geweihe immer größer und größer geworden sind und am Schluss ist die Hirschart ausgestorben, weil die Geweihe gar nicht brauchen können, also weder für Feinde noch für Nahrungssuche. Die ist ausgestorben. Für jeden Einzelnen, was individuell rational immer größeres Geweih zu machen, kollektiv sind sie in den Untergang gegangen. Und genauso ist es mit der Werbung auch. Das kommt gleich noch. Jedes einzelne Unternehmen hat fast schon den Zwang zu werben. Wer nicht wirbt, stirbt. Stimmt tatsächlich. Für viele, viele Branchen, für viele Unternehmen. Wer nicht wirbt, stimmt. Also wir bauen uns immer größere Hirschgeweihe in der Werbung. Kollektiv gesehen ist es eigentlich genauso klug wie die Hirschart mit ihrem Geweih. Ja. Da gehen wir kollektiv in eine Art Untergang oder zumindest in eine Fehlentwicklung rein. Früher hat es in der Nationalökonomie bei den Volkswirten durchaus eine Rolle gespielt, Werbung. Heute lesen wir dazu gar nichts. Das ist 2% aller Beschäftigten in Deutschland arbeiten in der Werbung. Aber die Volkswirtschaft kümmert sich da nicht drum. Das war früher anders. Große frühere Volkswirte haben mal gesagt, Combative Advertising is Social Waste und daher sinnlos. Combative Advertising, das sind Werbeschlachten, wo es nur um Marktanteile geht. Also was weiß ich, Langnese gegen eine andere Eissorte oder BMW gegen Mercedes, wo es also nur um Marktanteile geht. Das nennt man Combative Advertising oder kompetitive Werbung, also Werbeschlachten. Oder Pigou hat mal gesagt, kompetitive Werbung ist volkswirtschaftlich schädlich, müssen wir besteuern oder verbieten. Und heute ist vermutlich mehr als 90% aller Werbung kompetitiv. Das heißt, die Masse der Werbung ist ja für reife Konsumartikel, wo nichts Neues für uns dran ist. Also die allermeiste Werbung, selbst der Deutsche Werbeverband sagt, ist fast alles kompetitive Werbung. Ist also geht nur um Marktanteile und nach alten volkswirtschaftlichen Erkenntnissen könnte man die einfach bleiben lassen. Das ist also genau wie Hirschgeweihe. Sind eigentlich sinnlos, ja. Also sind sehr schön, ja. Aber sind eigentlich sinnlos, jetzt volkswirtschaftlich gesehen. Ein anderer Ökonom, Ludwig von Mises, der war eher Werbebefürworter. Mal ganz kurz zur Volkswirtschaftslehre, Geschichte. Der hat nur moniert, es ist grell, laut, grob, marktschreierisch, weil das allein Erfolg verspricht. Und noch ein jüngerer Ökonom, der Galbraith, der hat gesagt, Werbung schafft eigentlich nur sinnlose Bedürfnisse. Und dann wird sie von der Industrie befriedigt. Das ist eigentlich eine Tautologie, das ist so ein Kreis, der eigentlich ganz absurd ist. Die Industrie schafft erst Bedürfnisse und dann sagt sie, jetzt müssen wir sie aber befriedigen. Das ist so ein Wettlauf wie Henne und Ei. Und sagt, das ist eigentlich ein Schmarrn. Also, aber die allermeisten Volkswirte, da kommt das Wort Werbung überhaupt nicht vor. In den heutigen Lehrbüchern, wenn wir VWL unterrichten, an den Hochschulen, kommt Werbung eigentlich nicht vor. Obwohl es ja eigentlich sehr, sehr wichtiger Lebensbereich ist, ja, weil es sehr dominant ist. Also um dieses Grundprinzip von Marktanteilskämpfen klar zu machen, können wir uns vorstellen, BMW und Mercedes machen sehr viel Werbung. Also Mercedes hat letztes Jahr 12 Milliarden Euro ausgegeben für Marketing und Vertrieb. 12 Milliarden Euro, das ist fast 10% vom Umsatz. BMW gibt ungefähr 6% vom Umsatz aus für Werbung. Das heißt, alle BMWs könnten 6% billiger sein, wenn sie die schönen Plakate sein lassen würden. Also, beide hatten, sagen wir mal, letztes Jahr ungefähr 6 Milliarden Gewinn. Das kommt sogar einigermaßen hin, also wenn man die Automarken nimmt. Und angenommen, beide würden jetzt nicht werben, dann sparen sie ja viele Kosten, hätten beide, sagen wir mal, 9 Milliarden Gewinn. Wäre also für jedes der Unternehmen sinnvoll, schließt man ein Kartell, wir werben nicht, haben wir beide höhere Gewinne. Also wenn man es als Gewinn als was Gutes ansieht in dem Fall. Also würde für eigentlich beide besser sein.
Aber wenn jetzt der Erste anfängt, ich tue jetzt dieses Vernünftige, ich stelle die Werbung ein oder Phase runter, na, dann hat er ein Problem. Dann knallt der Umsatz in den Keller, der andere kriegt Marktanteile, profitiert, kriegt Riesengewinne. Der, der das Vernünftige macht, wird vom Markt bestraft, hat kleine Gewinne oder geht sogar zugrunde. Und das ist das Grundproblem von Werbung, was, dass es individuell rational ist zu werben in unserem System heute, wie es nun mal ist. Dass dieses Wer nicht wirbt, stirbt, das ist relativ ziemlich wahr für sehr viele Unternehmen, dass sie es machen müssen, weil die anderen eben ganz laut schreien und der, der nicht mitschreit, mit von wenigen Ausnahmen abgesehen, der geht eben oft unter. Es gibt da Beispiele, eine Geschichte, ganz tragisch, wo ein Unternehmen mal wegen Stromausfall nicht geworben hat, da sind die Umsätze teilweise 70% runtergeknallt. Also man sieht es sehr schnell, wenn jemand mal aufhört zu werben, dann geht der Umsatz recht schnell runter. Nicht bei allen, aber doch bei vielen. Also das ist tragisch, weil der Einzelne nicht ausbrechen kann. Obwohl es individuell rational wäre, weniger zu werben, ist der, der es macht, wird eben bestraft. Wie bei den Hirschen. Ja? Das Männchen, das sagt, ich mache kein großes Geweih, kriege kein Weibchen und pflanzt sich nicht fort. Ja? Die kleinen Geweihe setzen sich nicht durch, die großen setzen sich durch. Leider. Werbung und Einseitigkeit. Da gibt es diese Geschichte von dem indischen Weisen, der verbindet vier Menschen die Augen und sagt, die keinen Elefant kennen und fragt, was ist ein Elefant? Ja, der eine sagt, das ist eine Wand, der andere sagt, das ist eine Schlange, der dritte ist ein Baum. Und jeder hat auf seine Art recht. Ja, das sind alles Wahrheiten vom Elefant, aber es sind eben alles Teilwahrheiten. Und eines der Grundprinzipien von Werbung ist, Teilwahrheiten zu verkünden, nie die ganze Wahrheit. Zum Beispiel Haribo-Gummibärchen beim Aldi-Prospekt. Der Aldi-Prospekt ist recht informativ. Ja, viele, viele Produkte, Preise, Mengen, also sehr informativ. Was steht nicht drauf? Naja, welche Farbstoffe sind drin, welche Zusatzstoffe, wie ist Diabetesrisiko, Kariesrisiko, Zappel-Philipp-Syndrom für die Kinder, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn Kinder Gummibärchen essen, das steht natürlich nicht drauf in der Werbung. Ja, die Rückseite, die Schattenseite erfahren wir nie in der Werbung. Die sind ja auch, wäre ja auch blöd, ja, soll das Produkt verkauft werden, kann ich nur sagen, unsere sind ganz besonders kariesfördernd. Ja, keine Mutter kauft mit dem Kind die Gummibärchen, ist ja logisch. Aber man soll sich klar machen, alle Werbung ist immer einseitig. Das ist ihre Mission, das ist ihr Auftrag. Sie kann nie die Wahrheit bringen, nicht die Rückseite der Medaille, niemals. Dann ein anderes, die Psychologen nennen das in der Ökonomie den fundamentalen Attributionsirrtum. Was heißt fundamentaler Attributionsirrtum? Naja, nehmen wir mal an, der Marlboro-Mann, was hat Rauchen eigentlich mit Reiten in der Wildnis zu tun? Gar nichts. Die allermeisten Raucher sind ja in der Stadt oder vielleicht auch im Land, aber die allerwenigsten rauchen, hat nichts miteinander zu tun. Aber die Werbung arbeitet systematisch und immer so. Die nimmt irgendein tolles Bild, einen Sonnenuntergang, den einsamen Reiter auf der Prärie und bindet ihn zusammen mit einem Produkt, was 0,0 miteinander zu tun hat. Also wie gesagt, die Profis sprechen von einem fundamentalen Attributionsirrtum. Man kann auch sagen, das ist ein Fehler und man kann auch sagen, das ist eine Lüge. Es stimmt einfach nicht. Praktisch alle Bilder, die damit verknüpft werden, haben in der Regel nichts mit dem Produkt zu tun, sind eigentlich alle Irreführungen. Praktisch alle diese Bilder, Attribute, oder diese tiefe männliche Stimme, die vom Produkt wird, oder die wunderschöne Musik im Hintergrund hat 0,0 mit dem Produkt zu tun, beruht auf einem Irrtum. Aber man kann auch sagen, auf einer Irreführung. Manche kennen vielleicht noch John Wayne. Ja, es gibt ja genannte berühmte Celebrity Testimonials. Oder hier heute mehr aktuelle. Da gibt es Preislisten in Agenturen, wer kostet wie viel. Und dann kauft man sich den Menschen. Ob der jemals das Produkt schon vorher benutzt hat oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. In der Regel benutzen die Produkte gar nicht. Ja, das kam mal raus, dass so Hollywood-Größen in Wirklichkeit Wala und Velleda verwenden und nach außen werben sie dann für L'Oreal oder wen auch immer, weil die einfach das Vielfache davon zahlen. Also in der Regel haben die nichts mit den Produkten zu tun. Ja, hier der überlegene, wissende Mann, der von der Frau angehimmelt wird, um Calrom zu verkaufen. Oder Dr. Best mit der Zahnbürste, die einfach phänomenal gut reinigt. Das sind eigentlich alles Irrtümer, alles Irreführungen. Also alles gespielt, gemacht, alles Theater eigentlich. Kosmetikwerbung
Praktisch alle Bilder in der Kosmetikwerbung sind digital überarbeitet. Digital überarbeitet heißt, jemand, der so aussieht, sieht dann nach der digitalen Überarbeitung so aus. Ja, Julia Roberts, die Reklame wurde in Großbritannien verboten, weil sie zu sehr lügt. Alle Kosmetikwerbung ist digital überarbeitet. Zum Beispiel hier Dior, Natalie Portman mit digital verlängerten und gebogenen Wimpern bei der Reklame für Wimperntusche von Dior. Ja, die Wimpern sind gar nicht so in Wirklichkeit, sie werden so gemacht, damit unsere Damen dann diese Wimperntusche kaufen. Praktisch sämtliche Bilder, die wir sehen, Kosmetikwerbung, sind alle Lüge. Alle. Es gibt praktisch kein Bild, das nicht digital manipuliert ist, um das irgendwie freundlicher, schöner, rosiger zu machen. Also Kosmetikwerbung lügt mit einem Wort. Ne? Wenn wir beim Thema Werbung lügt sind, es gibt seit den 60er Jahren Reklame für Babymilch, für künstlich erzeugte Babymilch, hier von Danone. Lactogen is the very best milk for your baby. Ja, stimmt nicht, denn die Babys sind 10.000-weise dran gestorben, denn in diesen Entwicklungsländern sind die gesundheitlichen, hygienischen Verhältnisse so, dass die da an Mangel und an Infektionen einfach gestorben sind. Und Ärzte haben schon in den 30er Jahren gesagt, das ist Kindsmord, was da geschieht, wenn man für künstliche Babywerbung wirbt. Das wird gemacht. Und Nestlé wirbt heute noch mit sogenannten pseudokranken Schwestern in Entwicklungsländern für Babymilch, die in der Entbindungsstation steht, dann so eine als Krankenschwester angezogene Frau, die dann den Mamas Babymilch in die Hand drückt, so aus dem Pech und sagt, this is the very best for your baby. Und die Stillquoten sind da teilweise nur 20%, 30%, 40%. Das heißt, wird die Mehrheit der Babys künstlich ernährt. Und so konservative Magazine wie Focus oder ARD haben gesagt, Nestlé ist ein Babymilchdealer, das war erst letzten September, und verstößt gegen die WHO-Regeln. Das ist also jetzt hier und heute. Dann Werbung und Gesundheit. Ferrero sagt auf seiner Homepage, in Übereinstimmung mit den Tätigkeiten auf europäischer Ebene wendet Ferrero seit dem 1. Januar 2013 die Selbstregulierungsstandards an und vermarktet seine Lebensmittel nicht an Publikum, das zu über 35% aus Kindern unter 12 Jahren besteht. Das ist eine Lüge. Sie vermarkten sehr wohl Lebensmittel an Publikum, das zu über 35% aus jungen Menschen besteht, und sie vermarkten ausschließlich Ungesundes. Selbstverpflichtungserklärung der Industrie kann man eigentlich fast wie sie sind wegschmeißen. Es ist fast immer ein Alibi, um ernsthafte Einschränkungen fernzuhalten. Wir verpflichten uns selber auf hohe Standards. Die werden in der Regel systematisch gebrochen. Es gibt zum Beispiel einen Selbstverpflichtungskodex der Tabakindustrie, der sagt, wir werben nicht an Menschen unter 30. Verpflichten sich selbst. Dazu muss man wissen, dass die Raucher zu 90-95% als Teenager anfangen. In Berlin im Schnitt mit 11, deutschlandweit im Schnitt mit 12,5 beginnen die Raucher zu rauchen. Und es gibt Aussagen von internen Managern, entweder wir kriegen sie jung an Haken oder gar nicht. Wer mit 20 nicht raucht, der ist verloren. Also es ist eine, ja, gibt es interne Aussagen von Managern. Und trotzdem sagt Selbstverpflichtung, wir werben also nicht für Menschen unter 30. Und diese Selbstverpflichtung wird strukturell die ganze Zeit gebrochen. Zum Beispiel gab es die Maybe-Kampagne von Marlboro 2011. Da hat dann später ein Gericht entschieden, das wendet sich nicht an unter 30-Jährige. Also ich meine, was sind das für Richter, ja? Wenn man sich die Kampagnen anschaut, es sind immer junge Menschen in jugendlichen Situationen aktiv. Werbung und Pressefreiheit, das heißt, auch die Werbung ermöglicht uns wunderbare Informationen, in Teilen stimmt es auch. Es gab 2013 in Madrid eine Aktion von Vodafone, da wurde der historische Plaza del Sol umbenannt. Der hieß dann 2 Jahre lang so. Also vor allem U-Bahn-Schächten in den Stadtplänen, war überall Vodafone Sol zu lesen für 3 Millionen Euro. Geniale Werbekampagne von Vodafone. Viele Madrilenen waren stinksauer. Oh, es wird doch unser historisches Herz an einen angelsächsischen Großkonzern verkauft. Blablabla. Darüber wurde nicht berichtet in den Medien, weil Vodafone ist ein wichtiger Anzeigenkunde. Ja, einen wichtigen Anzeigenkunden, den kann ich mir nicht vergrätzen, dann fallen mir die Einnahmen weg. Also eine Art
Maulkorb, ökonomischer, ganz subtil wirkende Maulkorb. Man braucht überhaupt nichts verbieten, das machen die Journalisten eigentlich von alleine. Da gibt es auch viele, viele Studien dazu, dass man gegen die Werbetreibenden in der Regel nicht schreiben kann oder nur ganz, ganz vorsichtig schreiben kann. Also je mehr Werbung wir haben, umso manipulierter ist unsere Presse. In dem Sinne jetzt nicht Lügenpresse, aber Lückenpresse. Ja, dass wir bestimmte Dinge mit Sicherheit nicht hören oder sehr geschönt hören. Werbung und geplanter Verschleiß, dass man also versucht, die Dinge vorzeitig so alt empfunden zu machen, dass die Leute sich neues Glück kaufen. Ja, also ja, das Alte, das ist, ich will es wie bei der Mode, ja, obwohl der Schrank noch voll hängt mit funktionierenden Anzügen oder Schuhen oder Kleidung. Ich will was Neues, weil es eben schöner ist. Also dieses Modezyklen schaffen führte dazu, dass wir immer Neues haben wollen. Das gilt auch für Produkte. Ja, Rasierer, die zwei großen Hersteller in Deutschland bringen ständig eine Fülle neuer Rasierer raus und sagen, das ist für euch Männer. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, naja, für Sie vielleicht nicht, ja. Der Herr mit dem Vollbart. Aber eigentlich, ich will, dass er jeden Morgen 3 Minuten läuft und mein Bart rasiert und aus, ja. Also, das ist eigentlich auch so ein Vorwand. Das ist eigentlich gar nicht für uns. Und diese neuen Modelle führt dazu, dass die Ersatzteile da alle inkompatibel sind. Also nicht passen. Der Chef vom Deutschen Museum München spricht hier von geplanter Inkompatibilität. Das ist systematisch so geplant, ist, dass die Teile nicht passen. Und dann nehme ich mein Braun, geht Scherblatt kaputt, denke, ah, schaue im Internet nach, welche ist das, kriege 20 Ergebnisse, oh, order mir das, wo meiner draufsteht, 25 Euro, kommt heim, passt nicht, leider, Pech gehabt. Ja, was soll man machen, zurückschicken, wie auch immer. Also, das ist aber System, dass man diese geplante Inkompatibilität einbaut und dann uns suggeriert, ihr braucht das Neueste und Beste. Mit einem Wort, je mehr Werbung, umso mehr geplanter Verschleiß, vorzeitiges Veralten, zum Beispiel über modisches Veralten. Werbung und Gesundheit, war vorhin schon mal angeklungen. Pharmaindustrie, unsere Medikamente, die wir bekommen, ein riesiger Markt. Die Werbeausgaben der 4, 5 Großkonzerne auf der Welt, die es heute noch gibt, sind doppelt so hoch wie die Marketingausgaben, wie die für Forschung und Entwicklung. Doppelt so hoch. Und alle brauchen nur eine Bilanz aufschlagen von Pfizer, von Sanofi, GlaxoSmithKline, Boehringer. Marketingaufwand doppelt so hoch im Durchschnitt wie Forschung und Entwicklung. Und die Konzerne sagen uns, die Produkte sind zu teuer, die neuen Pillen und Krebsmittel, was immer, weil wir so viel forschen. Na, das stimmt nicht, denn weil wir so viel Marketing machen. Ein Drittel ist ungefähr Marketing. Alle unsere Medikamente sind 40-50% teurer, nur durch Marketing. Könnten also auf den Schlag alle um ein Drittel niedriger werden. Wir haben ja oft Probleme, Gesundheitswesen, teuer, schlimm. Ja, ich meine, Marketing, Vertrieb einstellen und die Preise würden um sage und schreibe 33% zurückgehen. Da hätten wir einiges der Probleme gelöst. Im Übrigen ist der zweitgrößte Posten Gewinne. Und der drittgrößte ist erst Forschung und Entwicklung. Also auch die Profite sind ganz ordentlich. Ja. Also dazu kommt, je mehr Marketing, umso falscher die Behandlung. Dazu ein Beispiel. Es gab von GSK, GlaxoSmithKline, ist eine der 5 großen, ein Medikament namens Paroxetin. Und da stand in internen Studien von GSK, hieß es, es wäre wirtschaftlich inakzeptabel, einen Vermerk über die Unwirksamkeit aufzunehmen, denn das würde das Profil von Paroxetin unterminieren. Aber was heißt das auf Deutsch? Die haben 9 Studien gemacht, alle 9 kamen zum Ergebnis, Paroxetin wirkt nicht, hat keine Wirkung. Das ist ein Psychopharmaka, das überwiegend an Kinder und Jugendliche verschrieben wird. Alle 9 Studien vom Konzern selbst haben gesagt, wirkt leider nicht. Ja, wenn wir das draufschreiben auf die Pillenschachtel, wirkt nicht, ja, das wäre wirklich wirtschaftlich inakzeptabel, dann kauft es keiner mehr. Also stimmt, das hat man also nicht gemacht. Man wusste aber, dass das erhebliche Nebenwirkungen hat, dass es einige Kinder und Jugendliche in Suizid getrieben hat. Das wusste man, hat man nicht gesagt, so die Rückseite der Werbung, das muss man nicht an die große Glocke hängen. Das Medikament ist jährlich 30.000 Mal an Kinder und Jugendliche verschrieben worden, nur in Großbritannien. Also ein bisschen so die Denke von den Konzernen, uns klar zu machen, die bewerben die Produkte, die den höchsten Gewinnbeitrag haben und nicht die für uns gut sind. Ich war früher Investmentbanker, 7 Jahre lang, bis 2002. Und wenn wir ein Unternehmen in den Finger hatten, da gab es hinterher 3 Ziele.
Das war Profit, Profit und Profit. That's it. Ja, und wenn ich jetzt 100 Medikamente habe und zwei sind, haben super Gewinnbeitrag pro Medikament und die anderen haben kleine, ja, dann vermarkte ich natürlich die. Ob die für die Kunden gut oder schlecht sind, für die Patienten, ist vollkommen egal. Ich muss meine Profite maximieren und nicht den Nutzen der Patienten. Das ist ein ziemlich trauriges Kapitel, weil das dazu führt, dass wir systematisch nicht gute Medikamente schlucken. Und alle Studien zeigen, je mehr Marketing, umso schlechter werden wir therapiert und umso teurer werden wir therapiert. Es gibt keinen Anreiz whatsoever für einen Konzern, das richtige Medikament zu vermarkten. Sonst geht es immer um den Gewinnbeitrag und nicht darum, was ist das Beste für uns. Das ist ziemlich traurig. Und so kommt jetzt zum Beispiel hier ein britischer Arzt zum Ergebnis, ein Viertel der Pharmaausgaben fließt ins Marketing, zweimal so viel wie in Forschung und Entwicklung. Und das Geld dafür liefern wir über unsere Medikamente. Wir bezahlen für Arzneimittel einen enormen Aufschlag von 25%, in der Regel ist es noch mehr, wenn wir von unten rechnen, damit viele Milliarden Euro jährlich für die Herstellung von Materialien, das sind Medikamente, ausgegeben werden können, die Ärzte gezielt verwirren und die evidenzbasierte Medizin untergraben. Sagt einer der Spitzenmediziner auf der Welt, ein Unabhängiger, wir kriegen gezielt evidenzbasierte Medizin untergraben. Evidenzbasiert heißt, dass man Tests macht an Menschen, die man jederzeit wiederholen kann, über die Evidenz, dass das viele nachvollziehen kann. Genau diese Medizin, die nachgewiesen ist, die wird systematisch untergraben durch die Marketingaufwendungen der großen Konzerne. Und wir zahlen noch dafür. Also es ist ein ziemlich trauriges Kapitel. Ja, ein anderer Arzt, Götze, Wissenschaftler von Cochrane, das ist eine sehr unabhängige Medizinorganisation, der sagt mal zur Pharmaindustrie und Marketing, wenn Journalisten mich fragen, was ich von den ethischen Standards der Pharmaindustrie halte, antworte ich oft mit einem Scherz. Oder ich sage, ich hätte keine Antwort, weil ich nicht beurteilen könne, was nicht existiert. Der einzige Standard der Branche ist das Geld und der Wert eines Menschen hängt davon ab, wie viel Geld er einbringt. Ja. Alle unabhängigen Institute kommen genau zu diesem Ergebnis. Ganz großer Missstand. Vor 2 Jahren wurden in Deutschland 80 Medikamente vom Markt genommen, weil zufällig eine Stichprobe gezogen worden ist. 80 Medikamente, die wir alle jahrelang geschluckt haben, davon sind 64 endgültig verboten worden. Das war vor 2 Jahren, weil jemand mal eine Stichprobe gezogen hat. Also ein relativ dunkles Kapitel. Dann gibt es in Berlin, das führt jetzt auch in Richtung Marketing, das führt aber in Richtung Wissenschaft, die sogenannte Ständige Impfkommission, die STIKO. Ich habe neulich mit einem früheren Mitglied der STIKO gesprochen. Da sind etwa 17 Wissenschaftler drinnen, die sind am Robert-Koch-Institut und die geben die Leitlinien raus, wie wir unsere Babys zum Beispiel impfen sollen und die auch von den Kassen erstattet werden, die Kosten. Also die prägen ganz maßgeblich die Impfentscheidungen in Deutschland. Von diesen 17 Leuten ist weit mehr als die Mehrheit von der Pharmaindustrie finanziert. Ist kein Witz. So werden zum Beispiel unsere Babyimpfpakete, die 6-fach Impfung zusammengeschnürt, weil da sind 1 oder 2 Impfstoffe drin, die nie Eltern mit wachem Bewusstsein ihrem 3-monatigen Säugling reinjagen würden, weil es entweder nichts bringt oder sehr gefährlich ist. Und der frühere STIKO-Mitglied, Professor Antes vom Uniklinikum Freiburg leitete heute, hat mir gesagt, ja logisch werden die zusammengekettet, sonst könnte man es ja nicht verkaufen. Ist kein Witz. Werbung und Demokratie. Werbung und die Werbelobby macht extrem starke Lobbyarbeit. Es gab vor ein paar Jahren ein starkes Bestreben, auf EU-Ebene eine Ampelkennzeichnung einzuführen auf Lebensmittel. Zum Beispiel eine Tüte Chips. Ja, ich esse ganz gerne ab und zu Chips, ja. Da wäre nicht grün drauf. Also Ampel, Rot, Gelb, Grün, gesund, mittelgesund, ungesund. Ja, oder Eiscreme, Schokolade, ja, oder Möhrchen, Rot, Gelb, Grün, ist mit über 1 Milliarde Euro von der Lebensmittellobby und Werbelobby verhindert worden. Ist bis heute nicht drauf. Die hat natürlich irre Panik, dass diese ganzen ungesunden, überstark beworbenen Lebensmittel alle eine rote Ampel kriegen würden. Ja? Die Umsätze würden natürlich einbrechen, nach Süden gehen. Also je mehr Werbegelder, desto mehr Einflussnahme, umso krummer wird auch die Politik bei uns im ganzen in ganz Europa. Momentan nimmt jeder von uns ungefähr 3.000 bis 13.000 Werbebotschaften auf pro Tag.
Ah, vorhin war ich unten im Klo, hier kommt Papier raus zum Händetrocknen, ist Werbung drauf. Ja. Also, fürs Restaurant unten super, die müssen wahrscheinlich dieses Papier, was rauskommt, nicht bezahlen. Kriegen es kostenlos. Und ich sehe, jetzt habe ich vergessen, für was sie gewerbt geworben haben. Ja. Oder beim Bieseln schauen sie rein, haben sie auch Werbung drin teilweise. Ja. Also es gibt ja die interessantesten Platzierungen für Werbung heutzutage. Also jeder von uns laut Profis nimmt ungefähr 3.000 bis 3.000 bis 13.000 Werbespots pro Tag da. Es arbeitet ungefähr 1 Million Menschen in der Werbeindustrie. Vermutlich sind es mehr als die offiziellen. Der Umsatz ist 40 Milliarden, meiner Schätzung nach 60 Milliarden. Und laut dem Werbeprofi Lindstrom, der Microsoft und Coca-Cola berät, also ein ganz hohes Viech, ein Däne, der sagt, die meisten von uns in der westlichen Welt werden, wenn sie 66 Jahre alt sind, 2 Millionen Fernsehwerbespots gesehen haben. Das sind 8 Stunden pro Tag, 7 Tage in der Woche, 6 Jahre lang. Sind wir nur Fernsehwerbungsgucker? Naja, ganz einfach. Am Tag sieht der Deutsche im Schnitt 220 Minuten fern. 220 Minuten, fast 4 Stunden. Davon sind, sagen wir mal, 38 Minuten Werbung. Das mal 365, mal 60 macht eben diese Zahl. Ja. Mit einem Wort, es gibt wahnsinnig viel Werbung. Ja. Marktstörung, Werbung stört den Wettbewerb. Es wird ein Scheinwettbewerb mit irgendwelchen Nebenattributen gemacht, die in der Regel gar nichts mit dem selber zu tun haben, vernebelt die Märkte, führt in die Irre, lügt. Und wir werden dahin gebracht, die Produkte zu kaufen, die für die Hersteller die lukrativsten sind und nicht für uns die besten. Weil die Werbelobby sagt uns immer wieder, wir informieren euch, sodass ihr die besten Produkte für euch kauft. Die Unwahrheit, sie desinformieren uns so, dass wir die besten Produkte, die lukrativsten Produkte der Unternehmen kaufen und nicht das, was für uns gut ist, wie bei den Medikamenten zum Beispiel. Also Marktkräfte werden gestört, trotz Werbung geht es uns noch relativ gut in Deutschland. Ja. Werbung sorgt eigentlich dafür, dass es uns nicht gut geht. Ja, wollen wir das wirklich? Wunderbare Alkoholwerbung bei Jugendlichen. Wollen wir wirklich, Leute, dass die Leute mehr spielen und wetten? Wollen wir diese Lebensmittelwerbung haben, dass unsere Kinder, dass wir immer, wenn wir in der Kasse stehen, mit ihnen 4 Kinder, und dann quengeln die halt rum mit den Quengeln. Wollen wir das wirklich als Gesellschaft? Ist das so unser Ziel? Ist das, was wir so gewollt haben? Ja, Werbung für Werbung. Werbung allein ist in der Regel ja schon Idiotie. Und Werbung für Werbung ist eigentlich Idiotie im Quadrat. Hintergründe, was steckt dahinter? Da stelle ich das ein bisschen größer in Kontext. Unnötige Arbeit. Wir hatten ja am Anfang, dass der auf der Insel ist und Werbung macht, eigentlich weder ein Produkt noch eine Dienstleistung schafft, die uns was bringt. Denn informieren tut uns ja auch nicht. Sie desinformiert uns ja eigentlich nur. Josef Beuys hat mal 1985, der große Künstler, gesagt, wenn wir mit einem etwas wachen Auge durch die Straßen laufen und in die Schaufenster schauen, 90% aller Produkte brauchen wir nicht und sie sind uns sogar schädlich. Das mal so als Eingangsstatement. Die meisten von uns haben etwa 10.000 Produkte daheim. So im Schnitt, wenn man so zählt. Jetzt, große Vordenker, ich rede jetzt mal überwiegend von Ökonomen, sagen seit fast 100 Jahren immer, dass wir immer weniger arbeiten sollen. Nämlich John Maynard Keynes hat mal gesagt, innerhalb von 100 Jahren, 1930, innerhalb von 100 Jahren werden wir aufgrund der enormen Produktivitätsfortschritte Zeitalter der Freizeit und Fülle leben mit 3-Stunden-Schichten oder eine 15-Stunden-Woche. Ja, uns trennen nur noch 14 Jahre. Die Produktivität ist eingetreten, wir arbeiten immer noch 40 Stunden, wie vor 50 Jahren eigentlich. Seit 40, 50 Jahren hat sich da nichts geändert. Obwohl unsere Maschinen heute 5-mal so produktiv sind wie die von unseren Eltern. Und die von unseren Eltern 5-mal so produktiv wie die von unseren Großeltern. Wir arbeiten immer noch 40 Stunden. How come? Wie kommt es? Wie kann das eigentlich sein? Ja, unsere Eltern haben eigentlich schon ganz gut gelebt, so in den 1980er Jahren. Also 1930. 1957 hat ein anderer Ökonom mal gesagt, infolge der zunehmenden Automation werden die Menschen in den USA 1980 nur mehr 30 Stunden wöchentlich arbeiten. Ein heutiger Vordenker, Vivek Batwa aus Stanford,
sagt jetzt vor kurzem, die einzige Lösung, die ich sehe, ist eine sinkende Wochenarbeitszeit. Wir werden vielleicht 10 bis 20 Stunden die Woche arbeiten, anstelle der 40 Stunden heute. Industrie 4.0, Thema wird 60% aller Arbeitsplätze überflüssig machen, wie auch immer. Also, lauter helle Köpfe sagen uns seit 100 Jahren, Leute, nehmt die Produktivitätsvorschritte und arbeitet weniger, macht euch ein schönes Leben. Zeitalter der Fülle und der Muße. Dazu sind wir eigentlich als Menschen da. Ja, die industrielle Revolution, die soll uns ja arbeitslos machen. Wir sind ja nicht mehr hinterm Ochsenpflug und nicht mehr hinterm Handwebstuhl, sondern das machen ja die Maschinen. Eigentlich könnten wir eben wundervoll in diesem Zeitalter der Freizeit und Muße leben und uns um die wirklichen wichtigen Dinge kümmern. Das wahre, schöne und gute Kultur oder um unsere Kinder oder um unsere Senioren oder Umwelt oder eben Kultur einfach. Ja. Alles tun wir nicht, wir arbeiten immer noch 40 Stunden, wie Homo Faber. Jetzt im Rückblick, die letzten 25 Jahre in Deutschland ist die Stundenproduktivität um 66% gestiegen. Das heißt, wir kämen heute mit einem Drittel der Arbeitszeit aus gegenüber 1980. Da haben wir auch schon gut gelebt. Warum arbeiten wir eigentlich zwei Drittel zu viel? Das ist so ein bisschen als Frage. Ähnliche Zahlen gibt es für die Welt. Also, warum ständig mehr haben statt sein? Wie kommt es? Obwohl brillante Geister immer wieder sagen, Leute, macht mehr sein statt mehr haben. Ja, wie kommt es? Naja, einer der ganz zentralen Schlüsseltreiber ist Werbung. Ja, Werbung treibt uns permanent in mehr Gier, in mehr haben wollen, in mehr Habsucht. Das ist einer der ganz, ganz großen Treiber. Ich habe das mal das Mephisto-Prinzip in der Ökonomie genannt, als Advocatus Diaboli. Wenn jetzt Mephisto unsere Wirtschaftsgesetze machen würde, ja, Mephistopheles, abgekürzt Mephisto, aus Goethes Tragödie Faust, der im zweiten Teil, im fünften Akt sagt, ihr wisst, wie wir in tief verruchten Stunden Vernichtung sannen, menschlichem Geschlecht. Also der Mephisto meint es nicht gut mit uns. Nehmen wir an, Mephisto würde unsere Wirtschaftsgesetze machen, was würde er machen? Naja, dieses Menschenpack, die lasse ich arbeiten, 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 den entziehe ich die Früchte, ich lasse nämlich unnötig arbeiten. Und Werbung ist eine absolut unnötige Arbeit. Und wenn Sie ein bisschen den Beuys-Satz im Hinterkopf haben und dann geplanten Verschleiß anschauen, dann viele, viele, viele Dinge, Pharmaindustrie, was die alles für Pillen auf den Markt wirft, die gar nichts bringen. Wenn man da ein bisschen durchgeht, kommt man schnell auf eine Größenordnung von mindestens 50%, die absolut unnötig sind. Ja, sodass wir unnötig arbeiten, statt uns mit den wichtigen Dingen im Leben beschäftigen, machen Triviales, Falsches oder Unnötiges. Und vor allem, Mephisto will auch die Begriffe verwirren. Nämlich zum Beispiel der Begriff unnötige Arbeit, den gibt es in der ganzen Ökonomie nicht. Das ist also ein ziemliches Unikum, dass ich hier stehe und als Ökonom das sage, denn unnötige Arbeit existiert nicht in der gesamten Ökonomie. Die Ökonomie sagt, was gekauft wird, das hat Absatz gefunden, das ist gut und richtig. Ja, da wird gar nicht drüber nachgedacht, welcher Schund gekauft wird oder ob das Sinn macht. Also, und das ist natürlich im Sinne von Mephisto das Allergenialste, dass ich den Menschen den Kompass nehme, dass ich ihnen den Begriff gar nicht gebe. Denn wenn ich unnötige Arbeit gar nicht kenne als Begriff, dann kann ich sie gar nicht erkennen und dann kann ich sie auch nicht therapieren. Und deswegen sagt die ganze Mainstream-Ökonomie unnötige, wie bitte, kenne ich nicht, gibt's nicht. Also wenn Sie den Begriff irgendwo unter Ökonomen verbreiten, sagen Sie, vollkommen unbekannt. Und das ist das meiner Meinung nach eigentlich brillant intelligente an diesem mephistophelischen Gedanken. Das ist, kann auch sagen, ein teuflischer Gedanke. Ja, Mephistopheles kommt aus dem Hebräischen, der Lügner, Verderber. Also eine brillante Art und Weise, uns eigentlich in die Irre zu schicken und uns arbeiten zu lassen für irgendwelchen Unfug. Zum Beispiel Kitas, wir haben 4 Kinder, 2 haben dazwischen 12 Jahre Pause, meine Frau und ich, 2 große, 2 kleine. Zwischen diesen 2 Kinderpärchen haben wir bei uns in Grümzell, wo ich wohne, eine Revolution an Kitas erlebt. Ja, Grümzell hat so 18.000 Einwohner. Bei unseren großen Kindern, die jetzt beide studieren, gab es keine einzige Kita in Grümzell. Heute haben wir 5 Kindertagesstätten in Grümzell und die Leute geben systematisch ihre Kinder ab 1 oder drunter in diese Kita ab, sodass wir am Marktplatz gar keine Kinder mehr sehen. Ja, was ist früher am Freitag zum Wochenmarkt, beim Demeter stand, Kinder sind weg. Also jetzt saugen die unsere Kinder weg. Dabei sagen alle seriösen Studien, alle unabhängigen Studien, dass wenn Kinder zu lange fremdbetreut werden,
dass sie weniger gesellschaftsfähig werden, weniger bindungsfähig, weniger empathisch, erziehungsfähig werden. Es gibt eine wunderbare Studie von einem Leiter des Hauerischen Kinderspitals, die sich da nicht so leicht kaufen lässt. Alle Studien zeigen, dass das schlecht für unsere Kinder sind, wenn wir die Hauptbezugspersonen von ihnen abziehen. Das ist eine Frage der Menge. Ja? Für ein paar Stunden sagt kein Mensch was, aber die werden mit 8 Monaten für teilweise 8 bis 10 Stunden am Tag abgegeben. Und es gibt mittlerweile auch schon Kitas in 24-Stunden-Service in Berlin, in einzelnen Metropolen. Also wir haben mit einem Wort die letzten 10, 20 Jahre, jetzt haben wir gar nicht mal mehr Zeit für unsere Kinder, auch nicht mehr. Obwohl unsere Maschinen dauernd besser werden, die Produktivität dauernd steigt, jetzt haben wir nicht mal mehr Zeit für unsere Kinder. Also das ist doch eigentlich sehr, sehr bizarr. Aus Sicht von einem mephistophelischen oder teuflischen Gedanken ist es natürlich genial, denn der will keine starken Menschen. Wie in der DDR, das Krippensystem war unter anderem dazu, die Menschen zu brechen, damit sie in dem System wunderbare, linientreue Kommunisten werden und nicht aufmucken. Sie schwächen die Kinder, wenn sie zu sehr den Eltern entziehen. Ich sage nicht, dass man sie gar nicht weggeben soll, aber wenn man zu viel, diese Masse, die wir heute haben, ist laut allen Studien eigentlich schädlich. Sagen Ihnen auch Kindergärtnerinnen, die Kinder, die aus der Kita kommen mit 3, die sitzen ganz brav am Schoß, die wehren sich überhaupt nichts mehr, gegen gar nichts mehr. Manche sagen, die sind ja wie gebrochen. Ja. Dagegen die, die aus Elternhäusern kommen, ja, die sind quirlig und die sind natürlich viel unbeliebter in den Kindergärten. Ja, sind schon nicht so geschäbt, nicht so angepasst. Naja, Zufall, Erziehung zur Schwäche. Wir wollen immer noch ein Produkt mehr, haben eh schon 10.000, dafür müssen wir natürlich mehr arbeiten. Also eigentlich ein ziemlich krankes System. Man kann aber auch sagen, aus mephistophelischer Sicht ein extrem intelligentes System, unseren brillanten Irrweg zu führen. Und die Ökonomen merken es nicht mal, weil sie tautologisch sagen, alles was gekauft wird, ist gut. Ja, also im Prinzip sind es sehr, sehr tiefgehende Fragen, die man da so streifen kann. Also diese ganze Unehrlichkeit der Werbung, mit der wir ab dem zweiten Lebensjahr, es gibt Werbekampagnen für 3-jährige Kinder, die extra geshaped sind auf 3-jährige Fernsehgucker, die ständig uns in die Irre führt, ständig lügt, ständig einseitig ist, ständig uns zur Unwahrhaftigkeit erzieht. Also die ganze Empfindung für Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit wird eigentlich zerstört. Wir leben in einer permanenten Umgebung, die unehrlich ist, sodass dann mein 9-jähriger Sohn mich fragen kann, wozu Wahrheit? Das glaubt doch eh keiner. Und das glaubt doch eh keiner, wenn die Werbung was sagt. Das ist so automatisch, dass ohnehin die ganze Zeit gelogen wird. Ja, das zerstört natürlich auch in den Kinderseelenbereich die ganze Empfindung für Ehrlichkeit und Wahrheit. Die ganze Respektlosigkeit, die sie in vieler Werbung sehen, ja, stört die Empfindung für Anstand und Menschlichkeit. Also, das ist auch der Versuch jetzt mal, wenn ich es mehr ins Spirituelle nehme, der Versuch, die Menschen einfach ins Untermenschliche zu treiben. In die Gier, ins Haben-Wollen, in das Sein-Wollen, ins Materialistische, ins Egoistische. Das sind sehr tiefgehende mephistophelische Fragestellungen. Ich habe es nicht mehr ausgehört, ich muss da ein Buch dazu schreiben, ja, weil ich finde, das hat mich schon als Jugendlicher empört, die Werbung. Und letztendlich habe ich es mir also losgewungen. Abhilfen ist eigentlich ziemlich einfach. Erst nur noch einen Einwand beseitigen. Ja, werden wir dann alle arbeitslos? Naja, das ist ein Märchen. Zum einen hatten wir früher schon mal 16-Stunden-Tage und 6-Tage-Woche. Heute haben wir nur noch 40-Stunden-Woche und 5-Tage-Woche. Und trotzdem sind wir nicht alle verhungert, ja? Also, alle führenden Ökonomen sagen dauernd, 10-Stunden-Woche tut es vollkommen. Das ist ein Märchen, dass wir die Arbeitslosigkeit stürzen. Es stimmt einfach nicht. Sie können es modellmäßig herleiten, dass wir alle weniger arbeiten, auf viel Schund verzichten, ordentliche Produkte machen statt Schundprodukte und wir verlieren fast nichts an Lebensstandard. Also das ginge problemlos. Wenn man nur Werbung einstellen würde, hätte jeder von uns eine Woche bezahlten Urlaub mehr, ohne ein Produkt weniger. Denn Werbung macht ja nur flotte Sprüche und bunte Bilder. Die macht ja kein einziges Gut oder Dienstleistung, die wir brauchen können. Wenn wir noch geplanten Verschleiß dazu nehmen, sind nur 2 so Glühbirnchen, die mit Absicht schlecht hergestellt werden, dass sie schnell durchbrennen, dann hätten wir 4 Wochen Jahresurlaub mehr. Bei gleichem Gehalt, nicht 1 Cent weniger, nicht 1 Produkt weniger, könnten wir schon 4 Wochen Jahresarbeitszeit einstellen. Also ungefähr 1/10 unserer Arbeitszeit könnten wir reduzieren. Oder eben statt 40 Stunden Woche 1/10 weniger, 36, ohne ein einziges Produkt weniger. Und wenn Sie die Branchen durchgehen, was da alles an Sinnlosen gemacht wird,
Also gestern, vorgestern hatte ich ein Gespräch mit jemandem in der Pharmaindustrie. Er sagt, er arbeitet zu 11-12 Stunden am Tag. Und ehrlich gesagt, 6 Stunden ungefähr sind Sitzungen. Er kommt eigentlich nur 6 Stunden zum wirklichen Arbeiten. 6 Stunden, alles verlorene Zeit. Alles nur Selbstdarstellung. Also selbst betriebsintern hat der mir jetzt gesagt, die Hälfte meiner Arbeitszeit ist eigentlich vergeudet. Das ist nur so am Rande, ja. Also das ist ein Märchen, was uns erzählt wird. Arbeitslosigkeit, Depression, das stimmt überhaupt nicht, ja. Also, was kann jeder Einzelne tun? Das ist schwer. Das ist nämlich ein kollektives Phänomen. Man kann so einen Briefkasten schreiben, keine Werbung, okay. Das spart vielen Bäumen den Tod. Jedes Jahr werden in Deutschland 2,7 Millionen Bäume gefällt, nur für die Papierindustrie. 2/3 der Papierindustrie arbeitet nur für Werbung. 2/3 der gesamten deutschen Papierindustrie, das sind 300.000-400.000 Menschen, arbeiten nur für Werbung, die zum großen Teil ungelesen im Mülleimer wandert, hoffentlich in der Altpapiertonne. Also 2,7 Millionen Bäume jedes Jahr. Kann man machen, ein bisschen reduzieren. Man kann auch einen Adblocker so im Internet machen. Okay, kriegt man ein bisschen weniger, aber eigentlich sind wir dieser Werbung sehr schutzlos ausgeliefert. Individuell kommen wir da nicht weiter. Ja, wir brauchen eine gesellschaftliche, eine kollektive, eine rechtliche Regelung. Und da gibt es einige ganz interessante. São Paulo, eine der größten Städte der Erde, 18 Millionen Einwohner oder manche sagen auch 12 Millionen, hat seit 2007 keine Plakate mehr. Der Bürgermeister damals hat gesagt, weg mit den Plakaten, genau genommen Größenreduzierung. So kleine Schilder, Bäcker, Metzger, Schuster, die gibt's. Aber die ganzen großen Plakate sind alle verschwunden seit 2007, das ist bald 10 Jahre. Die Paulister sind alle begeistert. Und São Paulo ist nicht zusammengebrochen, wie uns die Werbelobby glauben. Oh, wir werden nicht mehr informiert, alles geht da nieder. Das Leben wird billiger in São Paulo. Nur die ganzen Produktpreise werden ja nicht mehr künstlich erhöht. Ja? Also diese ganzen Märchen, die uns erzählt werden, wir werden da nicht mehr informiert, stimmt eh nicht. Wir werden durch Werbung eigentlich systematisch desinformiert. Also wunderbar, Grenoble hat vor kurzem auch Werbung verboten. Es gibt 1500 Städte auf der Welt. Von Paris über Grenoble bis in indische Städte und Tokio, die partielle Werbeverbote haben. Also wundervoll, es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Oder hier, sieht man mal, wie sich das auswirkt, wenn man alle Werbeplakate wegnehmen würde. Das ist der Times Square in New York, glaube ich. In den USA gibt es 4 Bundesstaaten, also mein höheren Staunen, das Mutterland des Marketing, gibt es 4 Bundesstaaten, die Außenwerbung verboten haben. Keine Plakate in Vermont. There are no billboards in Vermont. Here's why. We have a wonderful landscape. Wir haben eine so schöne Landschaft, die wollen wir jetzt doch nicht durch Werbeplakate versauen. Ja? 4 sehr schöne Bundesstaaten in den USA mit sehr schöner Landschaft haben Werbeplakate schlichtweg verboten. Ja? Die Einwohner sind sehr, sehr glücklich. Die Werbelobbyverbände liefen Sturm dagegen, laufen heute Sturm dagegen, aber die große Mehrheit der Bevölkerung sagt, es ist viel besser so. Also es geht. Sie müssen nur stark sein, dass sie diesen Druck standhalten, der aus der Ökonomie kommt. In Maine, glaube ich, war es eine einzige Frau, die so begeistert war, die dann den Bürgermeister, den Governor vom Land, den so lange überzeugt hat, bis sie gesagt hat, das machen. Also es sind manchmal nur ein einziger Mensch, oder in Hawaii waren es 7 Frauen, die schon 1908 noch vor dem Ersten Weltkrieg angefangen haben. Das wollen wir nicht, diese großen Billboards, die großen Plakate. Es sind oft ganz, ganz kleine Gruppen, die dann durchgesetzt haben, das Werbeverbot für ganze Bundesstaaten. Also eigentlich sehr, sehr ermutigend, ja, mit was man mit seiner Geisteskraft und mit dem Willen erreichen kann. Die Skandinavier haben Kinderwerbeverbote. Keine Kinderwerbung, die sich an unter 12-Jährige adressiert. Kann man auch sehr leicht kontrollieren, denn die Werbemenschen kontrollieren ja ganz genau, wer sind die Fernsehwerbegucker, weil demnach werden ja auch die Tarife dann ausgehandelt. Ja, wenn so und so viel 10.000 Kinder macht, die und die Tarife nur 5.000 Kinder macht, geringere Werbeeinnahmen. Das wird sehr genau erfasst. Also Skandinavier haben das einfach verboten, die sind da ziemlich klug. Die Österreicher haben eine Werbeabgabe von 5%. Jede Werbung kostet 5% Abgabe. Ich meine, das ist so wenig, dass man es gar nicht merkt, wenn man nach Österreich fährt. Ja. Aber man kann es ja auch ausbauen auf 10%, auf 50%, auf 100%. Ja, dann würden plötzlich die Werbeplakate in den Keller gehen. Ja. Also wunderbare Beispiele. Selbst eine Stadt, Toronto, hat eine Werbeabgabe auf Plakate zwischen 5% und 10%. 10 Millionen Dollar pro Jahr nehmen sie für Kulturzwecke in Toronto. Genial, können wir in Augsburg auch machen. Also, Vorschlag, Bürgermeister von Augsburg, machen eine Werbeabgabe. Man kann ja erstmal nur die Plakate nehmen.
und sagen, das ist Augsburg ist kleiner als Toronto, ja, nicht 10 Millionen, aber vielleicht 1 Million im Jahr. Ja, können wir für Kulturzwecke nehmen, das Zeughaus, wo auch immer. Ja, also doppelt, also müssten nur Menschen sich finden, die sagen, das ist richtig und gut. Wir haben 2 Fliegen mit einer Klappe, wir sehen ein bisschen weniger von dieser lästigen Werbung. Und auf der anderen Seite generieren wir zusätzlich Geld im Stadtsäckel, einen Stadtsäckel, was wir hier wunderbar ausgeben können. Also geniale Ideen. Wir haben extrem starke Werbeverbote für Tabak, fast auf der ganzen Welt. Auch wunderbar. Für Alkohol leider längst nicht so stark. Im deutschen Fernsehen gibt es ganz starke Werbeeinschränkungen. Die öffentlich-rechtlichen darf man teilweise gar nicht werben, an Wochenenden, an Feiertagen nach 20 Uhr. Also es gibt eine Fülle von Werbeverboten. Also wenn man hört, da kann man doch gar nichts dagegen machen, die viele Werbung stimmt überhaupt nicht. Es gibt zigtausende Beispiele, die Werbung ganz massiv verbieten, einschränken, besteuern. Also ginge ganz einfach. Nur der Wille ist nicht da, beziehungsweise wir werden so eingenebelt von dieser Flut. Die Welt geht unter, wenn keine Werbung ist. Das ist eine einzige Lüge. Das Gegenteil passiert. Die Welt erblüht ohne Werbung. Wir werden so eingemüllt, dass alle sagen, ja, ohne Werbung, das geht überhaupt nicht. Da bricht der Markt zusammen. Das ist schlichtweg die Unwahrheit. Der Markt würde florieren, weil der Markt, Werbung ist eigentlich ein einziger Sand im Getriebe von der Marktwirtschaft. Naja. Den Deutschen Werberat, sagen wir, ja, wir haben eine Selbstregulierung, alles in Deutschland bestens. Schauen Sie mal, wer im Deutschen Werberat drin sitzt, wer den bestellt. Eine pure Lobbyorganisation der deutschen Werbetreibenden. Ja, die kontrolliert dann, ob Werbung in Ordnung ist oder nicht. Ja, also es ist absurd. Es ist vollkommen absurd, dass wenn Dr. Haribo Kontrollinstanz für Zuckerkonsum unserer Kinder eingesetzt würde. Wir haben eine super Kontrolle. Dr. Haribo macht alles gut für unsere Kinder. So funktioniert der Deutsche Werberat. Also eigentlich ein Skandal, müsste man sofort wegen Befangenheit einstellen. Streut uns nur Sand in die Augen, gaukelt uns vor, alles bestens in Deutschland, alles organisiert. Ist eine schlichte Lüge. Und eines der allerbesten wäre, dort momentan ist Werbung steuerbefreit. Diese 40 Milliarden Werbeaufwand, die wir in Deutschland haben, können die Unternehmen vom Gewinn absetzen, müssen keine Steuern zahlen. Also Werbung wird momentan mit 30-35% in Deutschland subventioniert. Die Unternehmen werden also belohnt, wenn sie Werbung machen. Und wenn wir jetzt die Werbung als Aufwand nicht mehr steuerlich absetzen könnten, das wäre genial. Dann hätten wir im Jahr 10 bis 15 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen von den Unternehmen. Und mit diesen 10, 15 Milliarden, da könnte man viel Vernünftiges machen. Dadurch würde Werbung natürlich teurer, 30-50%. Dadurch würde Werbung natürlich weniger werden. Also wieder 2 Fliegen mit einer Klappe. Werbung wird weniger, was mein Herzenswunsch wäre, weil die Masse der Werbung informiert eben nicht, sondern desinformiert, lügt und betrügt. Und gleichzeitig sprudeln die Steuereinnahmen. Also es gäbe genial gute Maßnahmen, wo so weit das Auge reicht. Wäre eigentlich ganz einfach. Das liegt offen, es bräuchte nur ein paar Herzen und Seelen, die sagen, das wollen wir machen, wollen wir umsetzen. Ja? Initiativen. Ich überlege auch, ob ich eine Initiative gründe oder eine Homepage mache, wo man dann so Werbebeschwerden macht, nicht wie beim Werberat, sondern auf dieser Homepage, zum Beispiel Werbung, nein, danke. Wer fühlt sich von Werbung angewürdet oder veräppelt oder was immer? Ja, und vielleicht so eine Initiative gründen wie Attac. Ich habe mit dem Christian Felber geredet, der ja Attac mitgegründet hat, machen wir eine Initiative. Ja, wenn der nächste Mal in München ist, unterhalten wir uns drüber, wie man vielleicht eine Bürgerbewegung daraus machen kann. Und dann entsteht vielleicht in Augsburg und sagt, wir wollen die Plakatwände besteuern von Augsburg. Ja, und wenn man hartnäckig genug ist und einen Bürgermeister findet oder eine Bürgermeisterin, die ein offenes Ohr hat, auf einmal kommt's. Also wer weiß, ja. Also es liegt oft einfach am Willen auch von Bürgern. Und man sieht an dieser Attac zum Beispiel, dass aus dem Nichts plötzlich solche Organisationen entstehen und plötzlich sitzen hier 70 Leute und vor 10 Jahren gab es Attac noch gar nicht. Also da tut sich wahnsinnig viel in Deutschland. Ganz viel so Grassroots-Bewegungen, die da so aufsprossen. Man könnte wahnsinnig viel ändern. Okay, danke.